Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute reagieren wir auf was richtig Cooles, und zwar 10 heftige Regeln, die Ronaldo Junior befolgen muss. Okay, eigentlich nicht cool, wenn ein junger Junge sowas befolgen muss. Regeln sind da eigentlich immer uncool, aber ich glaube, wenn das der Sohn von Cristiano Ronaldo ist, wollen wir alle wissen, was der Mann so machen muss, um dann hoffentlich auch so erfolgreich zu werden wie sein Vater, und zwar Cristiano Ronaldo. Lasst gerne ein Like da, Freunde, lasst ein Abo da. Ich will hier wieder die 1000 Likes sehen, das ist immer das Ziel hier auf dem Zweitkanal, und ich bin gespannt, ob wir das packen. Wir gehen rein, let's go. Das Leben als Sohn von Cristiano Ronaldo bringt viele offensichtliche Vorteile mit sich. Luxuriöse Reisen rund um die Welt, das Fahren von Superautos, Flüge mit Privatjets und das wöchentliche Treffen mit den besten Fußballspielern der Welt. Für viele Jungs wäre das ein absoluter Traum, doch hinter dem Glanz und Glamour gibt es auch eine Vielzahl von strikten Regeln, an die sich Ronaldo Junior halten muss. Diese Regeln sind nicht nur normale Richtlinien für den Alltag, sondern besondere Vorgaben, die zu den hohen Standards seines Vaters passen, einem der größten Fußballspieler aller Zeiten. Eine der wichtigsten. Ich verbessere. Der beste Fußballspieler aller Zeiten. Regeln betrifft den Umgang mit der digitalen Welt. Ronaldo Junior darf keine sozialen Medien nutzen, da sein Vater ihm kein eigenes Handy erlaubt. Was? Einfach kein Handy, Bro. Handy ist alles heutzutage. In der heutigen Zeit, in der fast jedes Kind ein Smartphone besitzt, mag das eine sehr harte Entscheidung sein. Kein TikTok, kein Instagram, keine Handyspiele, all das, was für viele Jugendliche selbstverständlich ist, bleibt Ronaldo Junior verwehrt. Obwohl Junior seinen Vater immer wieder darum bittet, ein Handy zu bekommen, bleibt Ronaldo bei seiner Entscheidung. Bro, das wird mich so aufregen, wenn alle meine Freunde Handy haben, alle am Insta, alle am Snap und so. Ich habe einfach kein Handy und darf das nicht haben. Bro, das ist hart, das ist hart, das ist hart, das ist sehr hart. Nicht, dass sein Sohn süchtig nach der virtuellen Welt wird und seine Konzentration auf das Wesentliche im Leben verliert. Ronaldo selbst weiß genau, was es bedeutet, diszipliniert zu sein. Er hat als Kind hart gearbeitet und viele Opfer gebracht, um zu dem Spieler zu werden, der er heute ist. Das stimmt wirklich. Hätte er seine Zeit mit Ablenkungen wie sozialen Medien vergeudet, wäre er vielleicht nie der Weltstar geworden, den wir alle kennen. Ronaldo glaubt fest daran, dass diese Einschränkungen für seinen Sohn langfristig von Vorteil sind. Durch das Fernhalten von digitalen Ablenkungen kann sich Junior besser auf seine eigenen Ziele und seine persönliche Entwicklung konzentrieren. Doch das ist noch längst nicht alles. Ronaldo legt auch großen Wert auf die richtige Ernährung seines Sohnes. Junkfood. Boah, das ist aber auch cool, ne? Stell dir vor, er fährt das irgendwie so Cristiano Ronaldo, der hat ja eh einen Koch oder so wahrscheinlich. Und dann isst die automatisch immer so gesunde Sachen und so. Ich finde das voll cool. Junkfood ist bei den Ronaldos fast vollständig verboten. Ronaldo achtet darauf, dass sein Sohn keine zuckerhaltigen Lebensmittel oder Getränke konsumiert. An der Stelle erstmal einen Schluck von meiner Mezzomix. Fastfood wie McDonald's, KFC oder Pizza gibt es in ihrem Haushalt nicht. Stattdessen wird großen Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung gelegt. Geil. Frische Zutaten wie Eier, Huhn, Obst und Gemüse sind feste Bestandteile der täglichen Mahlzeiten. Diese strikte Ernährungsweise ist ein weiteres Beispiel für Ronaldos disziplinierte Lebenseinstellung. Er selbst hat über die Jahre hinweg auf seinen Körper geachtet und ist bekannt für seine außergewöhnliche... Oder der Typ ist fast 40, ne, und hat gefühlt so einen Körper immer noch, wenn nicht sogar noch einen besseren Körper mittlerweile. Fitness, auch im fortgeschrittenen Fußballeralter. Für Ronaldo ist eine gesunde Ernährung entscheidend, um körperlich und geistig auf höchstem Niveau zu bleiben. Diesen Ansatz möchte er auch seinem Sohn mitgeben, damit dieser von klein auf lernt, wie wichtig die richtige Ernährung für sportliche Erfolge und das allgemeine Wohlbefinden ist. Doch was passiert, wenn Junior doch mal Junkfood zu sich nimmt? Dann muss er dafür sofort büßen, und zwar mit zusätzlichem Training. Da nimmt die so einen Clip, das ist frech. Jedes Mal, wenn er ungesunde Lebensmittel isst, fordert sein Vater von ihm, dass er danach trainiert. Diese Regel mag extrem erscheinen, aber sie passt perfekt zu Ronaldos Philosophie. Ja, Disziplin und harte Arbeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Vielleicht hätten viele von uns einen Körper wie Ronaldo, wenn wir jedes Mal nach einer ungesunden Mahlzeit ein intensives Training absolvieren müssten. An dieser Stelle möchte ich euch kurz diszipliniert darauf hinweisen, wenn euch dieses Video gefällt und ihr mehr solcher Inhalte sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Gilt auch für meinen Kanal, also abonnieren und liken. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst kein weiteres Video. Danke für eure Unterstützung. Please. Kommen wir zurück zu den Regeln, die Ronaldo Junior befolgen muss.
Eine weitere interessante Regel betrifft das Essen in der Öffentlichkeit. Mhm. Da die Ronaldos in Saudi-Arabien leben, einem überwiegend muslimischen Land, wird dort der Ramadan gefeiert. Mhm. Ein heiliger Monat, in dem die Gläubigen während des Tages fasten. Mhm. Während dieser Zeit essen und trinken die Menschen erst nach Sonnenuntergang und obwohl es für Nicht-Muslime nicht verpflichtend ist, das Fasten einzuhalten, zeigt Ronaldo Respekt gegenüber den kulturellen Traditionen seines Gastlandes. Deshalb verzichtet die Familie während des Ramadans in der Öffentlichkeit auf Essen und Trinken, um den lokalen Gepflogenheiten gerecht zu werden. Ja, aber das finde ich korrekt. Das ist ja auch nett. Das finde ich gut. Das zeigt, wie wichtig es Ronaldo ist, Respekt und Anstand zu wahren, egal in welchem Land oder welcher Kultur er sich gerade befindet. Neben der Ernährung ist auch das Training von entscheidender Bedeutung. Ronaldo weiß besser als jeder andere, dass Talent allein nicht ausreicht, um ein erfolgreicher Fußballer zu werden. Es erfordert harte Arbeit, Disziplin und unzählige Stunden des Trainings. Deshalb sorgt er dafür, dass Ronaldo Junior jeden Tag mehrere Stunden mit dem Fußball verbringt. Junior übt seine Dribblings, seine Schüsse und entwickelt seine Fähigkeiten, um eines Tages vielleicht in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Bro, ich will am liebsten jetzt schon wissen, ob Cristiano Ronaldo Junior wirklich mal so gut werden kann, wie Cristiano Ronaldo es war. Vielleicht sogar besser. Oder wenn er selbst nur annähernd so gut wird, so wirklich, dass er so auf jeden Fall ein Star ist. Ich will wissen, ob das funktioniert, ob der das wirklich wird. Weil so wie er trainiert, was in seinem Blut steckt, so in seinem Gen, das muss ja funktionieren. Solange er sich nicht verletzt, wird es, glaube ich, klappen, oder? Ich glaube, das wird klappen. Ich glaube, der wird richtig krass. Treten. Aber stell mal vor, wenn nicht, weil jeder erwartet von ihm. Diese Erwartungshaltung ist halt so. Er hat halt krass Druck. Obwohl Ronaldo betont, dass er keinen Druck auf seinen Sohn ausübt, ist klar. Ja, aber der Sohn hat Druck. Automatisch hat der Druck. Ich frage mich auch gerade, wie viele Tore der so in einer Saison schießt, so in dem jetzigen Alter gerade. Ich glaube, richtig viele. Dass er die gleichen hohen Standards erwartet, die er auch an sich selbst gestellt hat. Aber die strengen Regeln enden hier noch nicht. Ronaldo Junior muss auch die gesellschaftlichen Vorschriften beachten, die in Saudi-Arabien herrschen. Das Land hat einige der strengsten Gesetze gegen Homosexualität weltweit. Es ist nicht nur illegal, homosexuell zu sein, sondern auch die Unterstützung von LGBTQ-Rechten kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Diese Gesetze spiegeln die konservativen Werte des Landes wider und Ronaldo weiß, dass er und seine Familie sich an diese Vorschriften halten müssen, um keinen Ärger zu bekommen. So sah Cristiano früher aus. Eine weitere interessante Regel betrifft Ronaldos Sauberkeitsfimmel. Cristiano Ronaldo ist bekannt dafür, penibel auf Sauberkeit und Hygiene zu achten. Er ist geradezu besessen davon, seine Familie gesund und sauber zu halten. Regelmäßiges Händewaschen, eine saubere Umgebung und die Vermeidung von Krankheiten haben bei ihm höchste Priorität. Diese Sorgfalt zeigt, wie akribisch Ronaldo in allen Lebensbereichen ist, ob es sich um seinen Körper, seinen Fußball oder seine Familie handelt. Doch Ronaldos strengste Regel dreht sich um den Umgang mit Alkohol. Ronaldos Vater starb, als Ronaldo noch jung war, an einer alkoholbedingten Lebererkrankung. Nein. Diese schmerzliche Erfahrung hat Ronaldo tief geprägt. Seitdem hat er sich komplett vom Alkohol ferngehalten und trinkt bis heute keinen Tropfen. Diese Überzeugung gibt er auch an seinen Sohn weiter. Ronaldo Junior soll ebenfalls lernen, dass Alkohol schädlich ist und dass er sich von dieser Versuchung fernhalten sollte, um nicht das gleiche Schicksal wie sein Großvater zu erleiden. Doch so streng Ronaldo in vielen Bereichen auch ist, in einer Sache lässt der Junior absolute Freiheit. Er darf selbst entscheiden, welchen Fußballverein er unterstützen möchte. Trotz Ronaldos eigener legendärer Karriere bei Vereinen wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin, zwingt er seinem Sohn keine Loyalität zu einem bestimmten Verein auf. Sogar der Gedanke, dass Ronaldo Junior eines Tages den Erzrivalen FC Barcelona unterstützen könnte, bringt Ronaldo nicht aus der Ruhe. Er möchte, dass sein Sohn seine eigenen Entscheidungen trifft und seine eigenen Interessen... Stell dir mal vor, Cristiano Ronaldo Junior wechselt zu Barcelona. Nein, das wird gar keinen Sinn machen. Das wird gar keinen Sinn machen, Bro. Das kann nicht sein, dass Cristiano Ronaldo bei Real Madrid eine Legende geworden ist und Cristiano Ronaldo Junior auf einmal plötzlich bei Barcelona spielt und dort dann vielleicht sogar eine Legende wird. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Verfolgt, ohne den Druck in die Fußstapfen. Und dann macht er doch einmal den Sühjubel in Barcelona im Camp Nou. Seines berühmten Vaters treten zu müssen. Cristiano Ronaldo erzieht seinen Sohn mit einer Mischung aus Disziplin, Respekt und Freiheit. Die strengen Regeln, die er aufstellt, dienen dazu, Junior auf das Leben vorzubereiten,
und ihm den Weg zu einem erfolgreichen Leben zu ebnen. Ronaldo weiß, wie wichtig es ist, sich nicht von Ablenkungen und Versuchungen vom richtigen Weg abbringen zu lassen. Und er tut alles, um sicherzustellen, dass auch sein Sohn diese Lektionen lernt. Doch trotz all der Disziplin und der strengen Vorgaben ist Ronaldo auch ein liebevoller Vater, der möchte, dass sein Sohn seine eigene Persönlichkeit entwickelt und seine eigenen Interessen verfolgt. Junior soll seinen eigenen Weg finden, auch wenn das bedeutet, dass er andere Entscheidungen trifft als sein Vater. Am Ende des Tages will Ronaldo, dass sein Sohn glücklich ist, ob als Fußballer oder in einem anderen Bereich des Lebens. Zum Abschluss bleibt zu sagen, das Leben als Sohn eines der größten Sportler aller Zeiten bringt viele Vorteile, aber auch große Verantwortung mit sich. Ja, das auf jeden Fall, Freunde. Also Verantwortung und vor allem Druck. Druck ist, glaube ich, das richtige Wort. Ronaldo Junior wird mit hohen Erwartungen konfrontiert, aber er hat auch die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja. Welcher dieser Regeln findet ihr am strengsten? Ich finde es sogar gar nicht mal so schlimm. Kein Alkohol ist eigentlich eine coole Regel. Vor allem in seinem jungen Alter, das macht da eh gar keinen Sinn. Handy ist ein bisschen hart, Bro. Handy ist ehrlich hart, weil heutzutage hat jeder ein Handy und man muss ja nicht direkt TikTok, man kann ja TikTok löschen oder so oder sperren oder so. Und dann kann er trotzdem mit seinen Kollegen schreiben oder sich verabreden oder was weiß ich. Aber ich glaube, das ist auch Bluff. Lasst gerne mal ein Like da. Freunde, lasst gerne ein Abo da. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.